Hallo liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven uns die zweite Monatshälfte von September uns anschauen. Bitte bedenke, dass alles, was ich jetzt preisgebe, kann nicht hundertprozentig mit dir resonieren. Ja? Was du aber machen kannst, ist, liebe Zwillinge, hör dir dein Mond, Venus und Aszendent an. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, ja, dass du jetzt dir ein anderes Sternzeichen angehört hast, ja, und du mit diesen Sternzeichen resonierst, kannst du das umsetzen, ja, weil da ist deine Anziehungskraft. Auch wenn dieser Sternzeichen quasi mit dir nichts zu tun hat, du hast es dir angehört, weil du ein Crosswatcher bist, trotzdem hast du diese Anziehungskraft. Also du kannst das tun, ja, das ist ja klar, es gibt keine Einschränkungen. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Mal schauen, welche Türe sich öffnet für dich und welche Türe sich schließt, ja. Da wir am 15. Neumond haben, genau um 3.40 Uhr, ja. Neumond in Jungfrau. Und das ist der letzte wichtige Vollmond für den Sommer, ja. Deswegen ist er auch so wichtig, weil es gibt immer bestimmten, sagen wir mal, Zeiten, ja, da geht es dann aus und dann kommen wir zum Herbst, ja, und dann öffnet sich der neue Zyklus. Okay, für dich, liebe Zwillinge, im Kollektiven, ja, mal schauen, welche Türe sich öffnet und welche sich dafür schließt. Mal schauen. Wow, du bewegst dich hier nach vorne. Du bist gerade irgendwo da. Du integrierst gerade auch etwas von dir. Ich würde auch sagen, eine Schattenseite. Aber du bewegst dich. Du bist nicht mehr passiv mehr, sondern du bist hier in dieser Action, ja? Du lässt dich hier, sagen wir mal so, nicht mehr überholen, okay? Du siehst hier ganz genau die weiße, also das weiße Pferd, ja? Also die weiße Seite von dir, das ist ja immer das Lichtseite, ist im Vordergrund, ja? Das ist wie wenn du gerade, ja, dich leiten lässt, okay? Und all das in deinem Leben, was gerade kommt, ja, das ist für dich auch, wie sagt man das, sehr, mir fällt jetzt das Wort signifikativ, ich hoffe, ich sage das richtig, also wichtig, ja, ein wichtiger Aspekt, egal was es ist, ja, liebe Zwillinge, du sagst, okay, jetzt beruflich, ich habe hier Veränderungen, okay, das sollte ich jetzt wahrnehmen, oder in einer Beziehung, ja, da funktioniert das nicht mehr, oder ich bin im siebten Himmel, das ist gerade jetzt meine Aufmerksamkeit, also da schenke ich meine Aufmerksamkeit. Und das ist wichtig, dass du hier aktiv wirst, dass du jetzt hier nicht passiv wirst, dass du zuguckst und schaust, wie die Situation ist, sondern dass du mitmachst, egal in welcher Situation, ja? Weil, wie gesagt, du integrierst hier auch eine Seite von dir und natürlicherweise ist es so, dass immer dieses Lichtseite in uns, ja, normalerweise, ich sag normalerweise, das ist aber nicht bei jedem so, ja? Normalerweise mehr im Vordergrund sein sollte, dass wir uns mehr leiten lassen. Bei uns herrscht ja normalerweise immer Yin und Yang. Ja, das ist diese männliche und weibliche Energie, schwarz und weiß. Wir haben beides in uns. Beides sollte immer im Gleichgewicht sein. Deswegen entstehen ja auch gewisse Krankheiten, weil wir das nicht in Balance haben. Ja, und was du jetzt brauchst, ist diese aktive Seite. Ja, also die sollte sich jetzt fortbewegen bei dir, ja? Also du solltest jetzt hier nicht mehr zuschauen. Du bist nicht mehr der Zuschauer, liebe Zwilling. Du bist jetzt richtig drin, ja? Du agierst hier, egal was es ist, ja? Ob du jetzt sagst, Katja, bei der Arbeit, ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr mitkomme. Und ich will diese Situation nicht. Also was tust du? Du agierst, du tust etwas, du holst aus dir etwas raus, ja, entweder du redest mit jemandem davon, ja, wie gesagt, das könnte dein Chef sein, ein Leiter von dir, das könnte aber auch gut sein, du fängst an, dich umzuschauen, du fängst an zu sagen, wow, und wenn das nicht mein Beruf wäre und wenn das nicht meine Situation wäre, jetzt sollte ich etwas tun, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu sein, ja, nicht passiv, ja, nicht falsch verstehen. Also jetzt ist es Zeit, um dich fortzubewegen. Okay, jetzt schauen wir mal mit diesen Orakelkarten, also die Event-Orakelkarten, was auf dich zutreffen wird. Da bin ich jetzt mal gespannt, ja, zweite Monatshälfte. Mal schauen. Gravidanza.
Ist das nicht jetzt schon das zweite Mal bei dir, liebe Zwillinge? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, das ist ja gleich, ich mache so viele Legungen. Du wirst hier irgendwie eine Nachricht bekommen. Irgendjemand ist schwanger, hat ein Baby bekommen. Das kann aber auch gut sein, du bist schwanger. Das hat geklappt, liebe Zwillinge. Ich weiß gar nicht, da hat mir doch jemand mal geschrieben. Das ist die Ella. Die kenne ich schon ganz, ganz lange. Sie ist ja von Anfang an quasi an meinem Kanal abonniert. Und immer wieder schreibt sie mir, ja. Und ich glaube, sie ist auch Zwillinge. Und da hast du irgendwie erzählt, dass du irgendwie probiert hast, schwanger zu werden. Ja, vielleicht ist es mal etwas Schönes, dass hier eine schöne Nachricht auf dich zukommt, dass du endlich das geschafft hast, ja, dass du hier aktiv geworden bist, ja. Natürlicherweise für diejenigen, die jetzt hier nicht schwanger werden wollen, für diejenigen, die das gar nicht können, ja, Männer vor allem. Das könnte gut sein, ihr erhält hier irgendeine Nachricht. Ja, ihr könnt Onkel werden, ihr könnt Tanten werden oder eine gute Freundin von euch ist schwanger. Bekanntschaft. Also, das ist eine tolle Nachricht, ja, die immer positiv ist. Wie gesagt, die Sache sagt hier auch, das ist jemand, den du auch kennen könntest. Ja, das ist nicht unbedingt deine Energie. Sehr, sehr schön. Da, wo ein Kind auf die Welt kommt, das ist immer etwas Positives. Ja, ein neues Leben startet. Complimenti, desseranno le tue lodi, riconoscimento. Ich habe jetzt gerade hier geschaut, weil ich mir gedacht habe, vielleicht nicht jeder ist in diesem Modus, ja, ich möchte schwanger werden. Drunter hast du noch die Karte, das passiert gerade jetzt, würde ich sagen. Du bekommst hier lauter Komplimente. Jeder, wie sagt man das? Jeder gratuliert dir. Also entweder hast du hier eine Prüfung bestanden, du bist gut in dem, was du machst, ja. Also du bekommst hier wirklich die Anerkennung, ja. Auch bei der Arbeit. Wenn du jetzt bei der Arbeit Komplikationen gehabt hast, ja, und du weißt ganz genau, liebe Zwillinge, wie gut du dich also quasi angestrengt hast, investiert hast in dieser Zeit, ja, hier bekommst du diese Anerkennung. Wie gesagt, es könnte aber auch gut sein, du hast hier eine Prüfung bestanden. Für diejenigen, die auch sehr jung sind, ja. Okay, sehr schöne Karten. Wie gesagt, das ist eine positive Karte mit der Schwangerschaft. Aber ich denke, das kam bei dir schon mal raus. Das war das auch das Thema, liebe Zwillinge. Ja, okay, für dich im Kollektiven. Mal schauen, was die Emotionen, ja, Gedanken. Aber das müssen nicht immer deine Emotionen, nicht immer deine Gedanken sein. Ja, mal schauen. Das könnte hier auch von jemandem sein, der in deiner Nähe ist, der gerade eine wichtige Rolle spielt. Die Stelze. Hier ist jemand sehr traurig. Traurig irgendwie. Das ist wie wenn nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja, also und da ist es wichtig, dass du aktiv wirst. Hier ist es sehr, sehr wichtig, liebe Zwillinge. Ja, hier fehlt etwas. Hier fehlt etwas. Man ist traurig, weil hier etwas fehlt. Das ist wie wenn du sagst, das können wir jetzt in einer Beziehung umsetzen, aber auch beruflich, ja. Das ist etwas für jeden Tag, ja. Du stehst morgens auf und du sagst, boah, jetzt muss ich diesen Job machen, den hasse ich über alles. Aber ich empfinde da nichts. Ich habe keine Leidenschaft mehr. Jeden Morgen stehe ich auf und ich mache das nicht gerne, okay? Nur wegen dem Geld. Du könntest einen Haufen Geld verdienen, liebe Zwillinge. Das ist klar. Natürlicherweise geht es oft jeden, es geht fast jeden so. Ja, bei mir war das früher auch so. Ich habe mein Geld verdient. Ich war zwar nie glücklich, ich war da nicht so glücklich, ja, weil ich da aufgestanden bin und Dinge gemacht haben, die mich nicht mehr genommen haben. Passione. Weißt du, dieses Energie reinzunehmen, wir investieren und dann bekommst du das wieder zurück. Diese Leidenschaft, das habe ich nicht mehr gehabt, ja, und das. Wie sagt man das? Das spüre ich heute, ja. Wenn ich meine Videos mache mit Leidenschaft, ich spüre, ich bin glücklich, ja, ich mache das liebend gern. Aber es gibt Situationen, ja, an Menschen, die sagen, hey, ich stehe morgens auf, dieser Beruf passt mir einfach nicht. Ich möchte eher was anderes tun, ja. Okay, das könnte hier so eine Situation sein. Was ich aber hier auch noch sehe, liebe Zwillinge, ist auf jeden Fall, dass du eine Beziehung führst, in dem du nicht mehr glücklich bist. Nee. Ich habe das Gefühl, hier fehlt alles. Die Chemie, die Leidenschaft. Da ist man einfach traurig. Ja? Das ist keine Beziehung, die einem, sagen wir mal, glücklich macht. Ja? Siehst du, Umilazione. Oh, ich nehme nochmal eine Karte. Hier ist irgendetwas passiert. Ja, okay.
Hier ist etwas Großartiges passiert. Also ich kann sagen Großartiges, weil hier ist eine Veränderung. Ja, ob das jetzt positiv ist, ja, siehst du in Gondro, oder negativ, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es ist für dein Guten passiert, bestimmt. Das ist dein Willen, ja. Das ist, damit du auf den richtigen Weg bist, liebe Zwillinge. Manchmal passieren diese dumme Sachen, ich sag mal diese Scheißsachen, ja, mit denen wir gar nicht in Resonanz gehen, indem wir sagen, nee. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt diese Situation nicht, aber es ging nicht anders. Verstehst du das? Anders könnte oder hätte das nicht verlaufen können. Also, ich sehe hier bei dir Veränderungen. Veränderungen, die hier mit einer Person zu tun haben könnten. Ja, du sagst erstens, das könnte meine Energie sein, also deine eigene. Liebe Zwillinge, du sagst hier, ich wurde hier so tiefsinnig runtergeschlagen, ja, also ich bin richtig auf dem Boden geschlagen, ja, ich habe hier wirklich sehr viel mitgemacht, okay, und schlimmer könnte es gar nicht sein, ja. Die andere Variante ist, hier wurde jemand fertig gemacht. Entweder hast du hier mit jemandem geredet, du hast hier jemand offenbart, du hast hier Klartext geredet, du hast vielleicht auch, sagen wir mal so, diese Person verletzt, richtig tief verletzt, aber das hätte anders nicht gehen können. Verstehst du das in Gondra? Also entweder du triffst dich hier mit jemandem oder du wirst dich noch mit jemandem treffen und du wirst hier mit dieser Person reden. Ja, also wie gesagt, entweder ist es hier beruflich oder im privaten Leben. Da es im privaten Leben zwei Optionen sind, du hast jemand Neues kennengelernt und du enttäuscht gerade hier jemanden. Du sagst hier zu jemandem, mit dem du schon eine Beziehung hattest oder es war etwas im Laufe, sagst du einfach das, was du fühlst. Du willst diese Situation nicht mehr. Diese Person gefällt dir nicht mehr. Weißt du, liebe Zwillinge, das ist so. Manchmal ist es wirklich schwer, einem es klar zu machen. Das tut wahnsinnig weh. Auch uns selbst, die wir das sagen, ja. Weil das ist ja so, du willst ja glücklich werden, ja. Aber du solltest auch den Mut haben, ja. Und ich sag mal auch, den Mut. Mir fällt es jetzt nicht ein, das andere Wort. Sagen wir mal, dass du einfach jetzt sagst, okay, ich mache das Gesicht hin, verstehst du das? Das ist nicht so eine Sache, indem du sagst, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich ignoriere das. Das ist noch schlimmer. Also lieber hält dich diese Person als böse, ja, als richtig böse, herzlos, aber du hast etwas gesagt. Also ich bin da wirklich hundertprozentig, also ich stehe dazu, ja. Ich würde sagen, liebe Zwillinge, das hast du gut gemacht. Anstatt du jemanden anlügst, ins Gesicht richtig tief, ja, und sagst, nee, das ist alles okay. Im Endeffekt lügst du. Du lügst diese Person an. Das ist wirklich viel, viel besser, wenn man eine Person sagt, hey, das und das passt mir nicht mehr. Auch wenn das jetzt beruflich ist, dass du deinen Chef quasi die Wahrheit sagst und du sagst, nee, das passt mir nicht mehr hier drin, ist es scheiße, die Regeln sind nicht richtig, die Leute sind hier nicht richtig, verstehst du das? Also ich habe hier das Gefühl bei dir, liebe Zwillinge, du platzt hier aus jeder Naht, also alles platzt in dir und gleichzeitig verändert sich vieles. Du hast hier eine Veränderung, die tatsächlich dein Leben um 180 Grad verändert. Das ist nicht nur eine kleine Veränderung, nein. Ich habe das Gefühl, hier kommt etwas, was wirklich dein Leben unas cosa, wie so Strom. Weißt du, wenn der Blitz kommt und der dich fängt, ja, und dann du wirklich von diesem Blitz genommen wirst, das ist klar nicht witzig, ja. Das ist auch nicht machbar, weil das ist klar, man könnte sein Leben verlieren, aber das ist nur ein Beispiel, damit du das verstehst. Und da kommt diese Wendung in deinem Leben. Jetzt oder nie. Und verstehst du das, dieses Aktion? Jetzt oder nie. Jetzt kann ich machen. Sonst geht das nie wieder. Jetzt kann ich rauskommen aus dieser Situation. Auch wenn du jetzt jemanden wirklich enttäuscht. Das könnten ja auch deine Eltern sein. Stell dir mal vor, deine Eltern haben auf dich gezählt. Sie haben Studium bezahlt. Sie haben alles für dich investiert. Und du sagst nie. Das ist nicht mein Leben. Ich lebe nicht mein Leben. Ich lebe hier ein Leben von jemand anderem. Ich möchte das tun, was mich frei macht, was mich befreit. Verstehst du das? Also, du änderst hier einen
Direktion. Du, also wenn du jetzt zum Beispiel, ja, ich mache jetzt den gleichen Beispiel so wie bei mir. Ich war ja jahrelang im Büro. Ja, Büro war wirklich ein Job, wo mir sofort gefallen hat. Also von Anfang an wollte ich immer ins Büro. Das war für mich wirklich sehr, sehr schön. Kommunikation, das war mit den Zahlen. Ja, da habe ich mich auch sehr gut verstanden. Und dann kam die Zeit, an dem diese Zahlen, diese Rationalität nicht mehr mein Ding war. Da habe ich verstanden, es gibt mehr auf dieser Welt, als nur Zahlen am Computer zu hocken und die Welt da draußen nicht zu sehen. Oder mit den Menschen, weißt du, man ist ja mehr mit Computer. Man hat zwar mit Menschen zu tun, aber nicht so, ja? Das kommt immer drauf an. Und dann habe ich verstanden, das war nicht mehr meine Welt. Ich wollte etwas anderes werden, ja? Und genauso ist es bei dir jetzt, Zwillinge, damit du das verstehst. Ich kann nur den Beispiel mit mir machen, ja? Und du sagst, genauso ist es, Katja. Ich mache einen Job, der einfach jetzt nicht mehr zu mir passt. Das ist nicht mein Job, das ist nicht meine Mansion, ja? Oder ich habe jetzt eine Beziehung mit jemandem und ich sehe, dass diese Beziehung keinen Sinn mehr ergibt. Mit dieser Person, da ist nichts mehr, da stimmt nichts mehr, ja? Und hier findet eine wichtige Begegnung statt. Ob das jetzt beruflich ist oder in Sache Liebe. Dass du jetzt hier, sagst mal, du triffst dich mit dieser neuen Person, du hast eine ganz neue Person kennengelernt und du blühst auf. Du sagst, wow, das ist diese Person. Das hat mir gefehlt, dieses gewisse etwas, la Schindilla. Weißt du, dieses Anzünden, damit du diese Flamme wieder anzündest, weil das ist so. Wenn das in einer Liebe fehlt, geht das nicht anders. Ja, auch wenn du 10, 20 Jahre mit deinem Freund oder mit deinem Partner zusammen bist und du sagst, wow, wie schön es ist, es sind Kinder da, es ist das da, es ist schön, wir haben ein Haus zusammen gekauft. Das ist trotzdem nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass man hier glücklich wird. Egal, ob das hier Beruf ist oder Liebe. Ja, du setzt das bitte um. Weil wenn du jetzt hier auch gezwungen worden bist, etwas zu tun, ja, das geht nicht mehr. Verstehst du das? Du hast wirklich alles gemacht. Du hast alles gegeben. Das ist wie wenn du hier Umiliationen. Also schlimmer geht es gar nicht. Ja? Mehr tiefer kann man dich nicht bringen, ja, dass du wirklich alles akzeptiert hast. Du hast alles mitgemacht, aber irgendwann mal hat es seine Grenze. Ja, oder natürlicherweise könnte es auch gut sein, du hast hier das Ego von jemand durchbrochen. Ja, Mann oder Frau, wir haben alle ein Ego. Auch die Frauen. Und du sagst, boah, guck mal, diese Person hasst mich jetzt über alles. Aber das hast du in Kauf genommen. Dafür geht dein Leben in eine andere Richtung, liebe Zwillinge. Sehr tiefsinnig, diese Legung, ja. Man merkt es gleich, weil hier ist jemand, der etwas tun möchte. Natürlicherweise kann das auch gut sein mit dieser Schwangerschaft. Falls jemand jetzt hier schwanger geworden ist. Natürlicherweise geht es ja auch um Personen, die sagen, ich habe alles gemacht, ja. Aber ich kann nicht schwanger werden. Was ist der nächste? Was ist der nächste? Wie sagt man das? Mir fällt es nicht ein. Was ist jetzt der nächste Anhaltspunkt? Was sollte ich jetzt als nächstes tun? Adoptieren. Zum Beispiel Adoption. Ja, das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Ja, für diejenigen, die jetzt wirklich sagen: Nee, Katja, bei mir hat das nicht geklappt. Ich habe alles gemacht. Ja, wir haben alles gemacht, aber wir haben jetzt einen wichtigen Gespräch, ja, indem wir den anderen Weg. Wir haben jetzt mal eine ganz andere Direktion gewählt, genau, eine neue Direktion. Das hat nichts mehr mit mir zu tun, dass ich jetzt schwanger werde, sondern wir wollen das anders machen. Versteht ihr das? Also wir haben hier mehrere Situationen. Nur du kannst es wissen, liebe Zwillinge, was du gerade jetzt erlebst, weil einfach ist es bei dir nicht. Also es sieht nicht so einfach aus. Aber in dieser Situation, sagen wir mal so, da wo es kompliziert ist, ist dann auch die Befreiung, weil so geht es nicht mehr weiter. Wir können nicht mehr ein Leben leben, der nicht zu uns passt oder uns quälen. Verstehst du? Quäl dich, du quälst dich jeden Tag, du sagst, ich kann nicht schwanger werden, das geht nicht. Ich versuche es, aber es geht nicht. Ja? Da kannst du dich nicht mehr quälen. Das ist einfach nicht deine Situation. Das, wenn es Gott da oben so geschrieben hat, ja, dann ist es halt so. Oder deine Seele es so abgemacht hat, weil das ist ja klar, da oben gibt es immer eine höhere Macht, die entscheidet. Und wenn dein Ego etwas anderes will, ja, wie deine Seele, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deine Seele hat das in der Hand, nicht dein Ego. Dein Ego wird das nicht überwinden können, ja? Okay, also wie gesagt, sehr tiefsinnige Legung. Liebe Zwillinge, nur du weißt, was du gerade tust.
wo du gerade bist, ja. Und natürlicherweise kannst du sagen, ja Katja, das ist so. Ich erlebe gerade wirklich einen Albtraum, aber ich weiß, dass ich das nicht anders machen hätte können. Dass ich jetzt dieser Person, wer das auch immer ist, ob das dein Chef ist, dein Mann, deine Frau, ich hätte das nicht anders regeln können. Ich sollte hier ehrlich sein. Ehrlichkeit, das ist hier das Einzigste, was einem hilft. Eine große Entscheidung zu treffen. Mal schauen, was die Hexen uns mitgeben. Jule, apertura di un nuovo ciclo. Siehst du? Riflettere sulle prossime scelte. Wow! Also für diejenigen, die Italienisch können, wenn ihr das übersetzt, weißt du, warte mal, ich stelle es dir so, du kannst es übersetzen, ja? Das passt perfekt zu der Legung. Wir reden davon die ganze Zeit. Danke, liebe Geistführer. Wir reden die ganze Zeit davon. Verstehst du, liebe Zwillinge? Dass du hier eine Aktion bringen solltest, dass du dich hier fortbewegen solltest. Du schließt einen Zyklus ab. Der ist nicht mehr da. Und das passt auch perfekt mit dem Neumond. Wir gehen auch in Resonanz. Also wir sind verbunden mit dieser Energie. Wir sind verbunden auch mit den Sternen. Das ist ja auch klar mit den Planeten. Nach der alten Mythologie, die Planeten, ja, die erzählen von den Planeten, dass die Planeten sono vivi, die sind am Leben. Alles ist am Leben, ja. Alles lebt hier an diesem Universum, sogar Steine. Ja, man hat es mit den Pflanzen ja auch herausgefunden, dass wenn du die Pflanzen etwas erzählst, Musik, ja, die hören dazu, die empfangen das. Wasser ist lebendig. Wasser nimmt Informationen, ja. Also es gibt verschiedene Dinge, ja, die wir noch nicht, wir wissen noch nicht alles, aber wir lernen immer dazu, wir Menschen, ja. Und bei dir ist es jetzt wichtig, dass du Entscheidungen triffst. Situationen, ja, die sich schließen und neue Entscheidungen, ja, die dein Leben determinieren. Du sagst jetzt, okay, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Verstehst du, was ich meine, liebe Zwillinge? Du solltest das tun. Es ist wichtig. Und vor allem, Jule, das könnte gut sein, dass du schon im Dezember, so in dem Weihnachtsraum, also Weihnachtszeit, Entschuldigung, ja, Raum kann man auch sagen, ja, weil das war dieses Zeitraum. Also Weihnachten sozusagen, Januar könnte ich auch noch sagen, ja, da ist etwas passiert. Oder das könnte auch gut sein, dass da etwas Großartiges passiert in deinem Leben. Etwas ganz anderes, mit dem du wirklich nicht gerechnet hast. Ja, liebe Zwillinge. Okay, machen wir weiter. Mal schauen, was die Hexen uns hier weitergeben. Kollaboration, also es ist sehr, sehr wichtig, dass du jetzt hier mit anderen kollaborierst, dass du hier den Anhang findest. Wie gesagt, alleine kommt man nicht immer weit. Ja, das ist klar, alleine kannst du in dir reinschauen, in dir kannst du die Arbeit führen. Aber, ich sage aber, du kannst nicht die anderen Menschen rausschließen. Ja, das könnte gut sein, diese Situation hat mit anderen Menschen zu tun. Arbeitskollegen. Dein Mann, dein Ex-Mann, deine Ex-Frau, ja, dass du jetzt sagst, wir sollten zusammen kollaborieren, weil wir noch Kinder haben, weil die Kinder eine große Rolle spielen. Oder du sagst jetzt, hier bei dieser Situation, wenn ich jetzt Kinder adoptieren möchte, brauche ich diese Kollaboration. Ich sollte zeigen, dass ich das möchte, weil viele Familien, ja, denken, oh, Adoption, das kommt gar nicht in Frage, weil das ja nicht mein richtiges Kind ist. Aber wir merken, dass die Liebe das macht. Fall'amore. Die Liebe macht das aus. Nicht, ob du jetzt diesem Kind geboren hast. Natürlicherweise eine Mama, die das Kind geboren hat, weiß den Schmerzen, dem sie gefühlt hat, ja. Aber das hat damit nichts zu tun. Verstehst du das? Also ich kenne viele, also ich komme auch von einer Familie, ja, in dem sowas gemacht worden ist. Also mein Opa wurde aufgezogen von einer ganz anderen Familie. Das waren frühere andere Zeiten, ja. Aber sie haben ihn geliebt wie ein richtiger Sohn, weil das anders nicht ging. Verstehst du, was ich meine? Die Liebe macht das aus, ja. Und nicht, ob du jetzt tatsächlich diesem Kind geboren hast oder nicht. Natürlicherweise ist es eine ganz andere... wie sagt man das? Ich möchte das jetzt auf Deutsch sagen, aber mir fällt es nicht ein. Sensazione. Gefühl. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ja? Aber trotzdem, liebe Zwillinge, ist das wichtig, ja? Dass man hier kollaboriert. Egal was es ist, man sollte hier einen Anhang finden, ja? Nicht locker lassen. Manifestare qualcosa. Also du bist bereit. Liebe Zwillinge, in deinem Leben gerade passiert sehr vieles.
Und du hast die Kraft, ja, das ist wirklich wunderschön, die Kraft, etwas zu manifestieren. Natürlicherweise kommt es immer darauf an, was du gerade manifestieren willst, ja. Aber du manifestierst hier. Und das kannst du nur distacco, wenn du dich entfernst. Ich weiß, das tut weh. Das ist nicht einfach. Du kannst jetzt auch sagen, Katja, momentan ist es so, ich brauche Abstand. Ich kann nicht mal zur Arbeit. Ich muss jetzt mal wirklich mich wiederfinden. Ja? Ich brauche das. Dieses Entfernung, ja. Oder tatsächlich auch von einem Menschen, den du liebst. Oder du sagst, okay, mit meinem Partner, das funktioniert momentan nicht. Wir haben eine Pause genommen, ja, damit wir uns klarer werden. Oder tatsächlich habe ich mich jetzt auch entfernt von meinen Kindern. Aber ich brauche das, ja. Das kann gut sein, dass du jetzt einfach dieses Entfernung brauchst, damit du wieder zu dir zurückkehrst. Nur somit erreichst du das. Nur somit kannst du manifestieren. Ich sag ja, das sind Aktionen, das sind diese männliche Energie. Männliche Energie ist Aktion, nicht passiv, das ist nicht die weibliche Energie. Ich weiß, für viele wird es, oh, wie männlich. Ja, männlich. Wir brauchen Yin und Yang. Wir brauchen beide Energie. Wir brauchen nicht nur Yin, ja, wir brauchen nicht nur Yang. Wir brauchen beides, damit es verläuft. Aber manchmal ist es so, dass wir zu passiv waren. Und jetzt bist du nicht mehr passiv, du bist jetzt aktiv. Du manifestierst jetzt hier, ja? Liebe Zwillinge, du hast jetzt eine Kraft in deiner Hand. Nutze sie, ja? Sehr, sehr schöne Karten hast du. Okay, ich trinke ganz kurz. So. Ich habe mich jetzt, wie sagt man das, energetisch geladen ein bisschen, ja, mit Kaffee, also nur morgens, ja, weil Kaffee ist nicht so, wie wir denken, ja. Der Kaffee, der kann schon ein bisschen laden, aber nicht so. Deswegen trinke ich ihn nur morgens, ja. Den Fehler habe ich früher auch gemacht. Ich habe bis zu 3 Tassen getrunken am Tag und das ist nichts. Und übrigens, wer das nicht weiß, das habe ich auch gelernt, das sagt der Rudolf Steiner in seinen Büchern, aber nicht nur Rudolf Steiner. Ich sage ja öfters, ich mache da solche Seminare, die könnt ihr auch, da könnt ihr auch teilnehmen. Also wer jetzt meine Muttersprache herrscht, der kann das auch machen. Esoterica Gavur. Ich werde nicht bezahlt. Die sprechen darüber. Da ist jemand, der über die Nahrung spricht und der macht auch immer sehr interessante Seminare. Natürlicherweise gehe ich ja nicht hin. Ja, ich kann da schlecht hingehen, sondern ich mache das online. Ja, da kann man bestimmte Seminare online buchen. Ja, und die haben gemeint, dass mit dem Kaffee, dass Kaffee Rationalität gibt. Also, um mehr Kaffee du trinkst, um mehr rationaler bist du. Um weniger Kaffee du trinkst, um besser ist es. Ja, also mehr Tee. Das ist ja so, ich trinke nur morgens und ich habe das schon mal gesagt, das ist kein richtiges Kaffee. Ich mische ihn. Das ist ein bisschen Espresso mit Chicoria. Ja, Chicoria, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, das ist irgendeine Wurzel. Irgendeine Wurzel. Das schmeckt am Anfang für diejenigen, die Kaffeetrinker sind, so wie ich. Das ist eine gewöhnheitsbedürftig. Und bei uns Italiener, wir trinken ständig Kaffee. Ja? Ich kenne das. Ich sage ja, jeder von uns trinkt Kaffee. 8 bis 9 Tassen am Tag. Das ist zu viel. Das ist Mord pur. Wie gesagt, aber ich habe das dann reduziert. Erstmal auf 2 und dann jetzt eine Tasse. Also eine Tasse reicht mir vollkommen. Ja, morgens früh. Für diejenigen, die auch sehr viel Kaffee trinken, aufpassen. Ja, Kaffee ist nicht so gut. Okay, so für dich, liebe Zwillinge. Im Kollektiven mit den La Sibylla, ja, mal schauen. Also, die Situation, die jetzt gerade hier geschildert wird durch den Karten, muss nicht mit der hier resonieren. Ja, guck mal, dich habe ich gesehen und dich will ich auch. L'amante, aha, Offerta. Hier offenbart sich jemand, hier passiert etwas. Jalousie, hier geht es ganz stark um Eifersucht, ganz, ganz stark. Ich sag doch, hier könnte auch wirklich eine Liebessituation sein. Ja. Lamante, immer weg. Ja, Bambino. Oh. Hier haben wir 2 Oppositionen. Das ist ja fantastisch, was hier rauskommt. Okay, also, ich sag jetzt gleich, was ich hier sehe. Ja. Also, die Situation könnte sehr gut mit der hier resonieren. Ja, weil hier trotzdem nochmal die Karten zeigen, hier offenbart sich jemand. Hier kommt jemand auf dich zu. Hier redet man, ja, hier redet man über Gefühle. Natürlicherweise geht es hier auch um eine Liebhaberin, ja, eine Frau. Das könnte gut sein, du bist hier damit gemeint. Du sehnst dich nach der Liebe.
Du siehst, das ist für dich sehr, sehr wichtig. La Vecchia, also diese Frau hat hier sehr viele Bedeutungen, ja? Erstens, das ist hier auch ein Medium. La Vecchia, das ist, kennt ihr diese alte Frauen, diese weise Frauen, die sehr viel wissen? Vielleicht warst du, hast du dich informiert, du warst irgendwo, du hast dir vielleicht etwas machen lassen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Also diese Personen, ja, bei uns gibt es immer noch ganz viele, sag ich mal, Gott sei Dank, ja, diese ältere Frauen, die wirklich alles wissen, ja, die sehr, sehr weise sind, aber das kann auch eine jüngere Frau sein, die auch sehr, sehr weise ist. Das kommt immer drauf an. Was ich aber hier auch sehe, ist, dass du eine neue Türe öffnest, eindeutig. Du gehst hier, fai passaggio. Du gehst hier, wie sagt man das auf Deutsch, passaggio? Du gehst von einer Energie zu den anderen. Du schließt hier die alte Energie zu einer alten Situation und öffnest die neue Türe. Ja, das ist nicht mehr deins. Also ich sehe hier sehr viel Eifersucht. Ich sehe hier eine Situation, die nicht mehr in deinem Leben gehört. Das ist einfach zu viel, liebe Zwillinge. Eine Person ist hier zu viel. Das könnte ja auch ein Liebesdreieck sein. Ja, wir reden hier ganz stark über die Liebe. Natürlicherweise könnten wir hier auch sagen, Katja, es geht hier um eine familiärische Angelegenheit. Könnte ja auch gut sein, ja? Also Liebe auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle und familiärische Angelegenheit könnten wir auch hier reden, ja? Dass du jetzt sagst, in der Familie haben wir Menschen, ja, die hier irgendwie Unklarheiten haben, ja, du verstehst dich hier nicht mit jemandem, okay, aber du schließt hier etwas, ja, das ist wie wenn du dich hier befreist von einer Situation, okay, die totale Befreiung von einer Situation, du sehnst dich hier nach Liebe, du sehnst dich hier nach etwas Neues, okay, hier haben wir auch ein paar Sternzeichen, falls sie dir helfen, wir haben hier einmal Krebs, wir haben hier einmal Skorpion, nee, Fische nicht, Entschuldigung, Stier und Löwe, ja, falls es dir jetzt etwas sagt. Also du schließt hier eine Türe, um direkt eine neue Türe zu öffnen. Il passaggio, direttamente, also direkt passiert das bei dir, ja. Diese Situation, in der du sagst, nee, da will ich jetzt nicht mehr sein. Ich möchte jetzt nicht mehr mit solchen Menschen zu tun haben. Ja, Familie, das ist klar. Schwester, Bruder, die hier vielleicht eifersüchtig sind, dich blockieren. Ja, das kann auch gut sein. Mal schauen, was die Tarotkarten uns sagen. Wow, du bist ja ein Mondkind. Ja, du hast sehr viel in deinem Unterbewusstsein. Also es ist sehr wichtig, dass du jetzt an dir arbeitest. Sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Und du bist auch mit dem Mond verbunden. Also du könntest jetzt ja auch ein Wasserelement sein, könntest auch Krebs sein, könntest auch jemand sein, der sehr, sehr sensibel ist. Aber was hier das Allerwichtigste ist, ja, dass du an dir arbeitest, dass du nicht aufhörst, ja. Und falls du das unbewusst machst, bleib dran. Irgendwie, was du machst, das hilft. Ja, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wow. Also, was ich hier sehe, ist, du bist hier die Königin der Münzen. Entweder hast du hier eine Energie, ja, indem du sagst, Katja, ich bin Stier, ich könnte Stier sein, nämlich hier wird das auch dargestellt. Ich könnte hier Jungfrau, Steinbock sein, ja, das ist meine Energie. Ich sehne mich nach Stabilität. Ich sehne mich eher nach etwas Festes. Ja, ich möchte endlich mal etwas gründen, was Eigenes. Ja, das könnte hier beruflich sein, natürlicherweise auch in der Liebe. Was ich aber hier auch sehr und sehr wichtig ist für diejenigen, die ein Problemchen haben, die Mama könnte hier eine große Rolle spielen, die Mutter. Wie war dein Verhältnis mit deiner Mutter? War deine Mutter immer präsent? War deine Mama eine Mama, die sich gekümmert hat um dich? Weil das könnte gut sein, dass du hier ein Problemchen hast, ja? Mama, die wahrscheinlich vielleicht nicht immer präsent war, oder das könnte gut sein, dass du jetzt hier diese Figur brauchst, dass du jetzt hier eine Bezugsperson brauchst, ja? Siehst du solltest hier, also ich denke mir, ja, das ist sehr wichtig. Du hast hier irgendwie etwas, was du bis jetzt nicht losgelassen hast. Du hast Difficulta, Schwierigkeiten gehabt, es loszulassen. Situationen, ja. Wahrscheinlich warst du an einer Situation, ja, in dem du schon als Kind, ja, irgendwie etwas mitgemacht hast, okay? Und du hast nicht wirklich, sagen wir mal, daran gearbeitet. Das ist klar, nicht jeder arbeitet an sich.
Du hast diese Situation immer zurückgelassen. Du hast sie nie richtig wahrgenommen. Und jetzt ist der Punkt, an dem du das wahrnimmst. Also diese Karten sind wunderschön. Das ist wirklich fantastisch, wie sie das rüberbringen, ja, in diesen, ich sag mal, in diesen spirituellen Ebene. Das ist wie wenn du jetzt hier Entri la porta, also du gehst jetzt hier, sagen wir mal, in diesen Gateway, ja, in diesem Tor. Du gehst jetzt irgendwo, wo dich das Leben hinbringt. Du lässt dich führen, weil du mehr Vertrauen hast, weil du etwas gewonnen hast. Verstehst du das? Du löst dich von etwas, hast aber wieder Vertrauen in das Leben, weil du ganz tief gegraben hast in deiner Kindheit. Du hast hier nach den Fehler gesucht und diesen Fehler hast du gefunden, ja? Was ich aber hier auch sehe, ist, dass du irgendwie in deinem Leben mehr Stabilität gefunden hast, ja? Nach dem, was hier alles war. Ja, dass du jetzt hier mehr Ordnung gebracht hast in deinem Leben, könntest du jetzt eine neue Richtung gehen, ja, indem du mehr Vertrauen hast, indem die Menschen dich auch anerkennen, ja, indem du jetzt auch sagst, ich lebe mein Leben, ich habe jemand kennengelernt, diese Person gibt mir gerade dieses Gefühl, eine junge Frau zu sein. Stell dir jetzt mal vor, du bist schon in einem gewissen Alter, ja, und du hast jemand Neues kennengelernt, ja, und deine Beziehung ist auch wegen dem kaputt gegangen, ja, dass du jetzt sagst, Katja, ich wollte aber das, ich brauche jemand, der wieder Liebe in meinem Leben bringt, frisches Wind, und genau das hast du gebraucht, ja, weil du selber hast festgehalten an einer Situation, die nicht mehr deine ist, verstehst du das? Für jemand, der hier festhebt an etwas, was aber nicht mehr in uns gehört, also das ist nicht mehr unsere Essenz, wenn du jetzt Mann bist, könntest du jetzt sagen, endlich befreie ich mich hier von dieser Frau. Endlich befreie ich mich hier von dieser Dame, die die ganze Zeit in meinem Unterbewusstsein war. Ich habe mich festgehalten an dieser Person. Ich habe mich nicht befreien können. Aber es ist wichtig, ja, dass man sich befreit. Vier der Münzen. Ja, vier der Münzen, das ist immer diese Karte, woran hebe ich fest? Was hebe ich denn fest, wenn ich mehr haben kann? Vier der Münzen bedeutet spirituell. Wir dürfen nicht vergessen, die Münzen sind die letzten Karten von den Hofkarten, ja, an denen wir spirituell, wir haben etwas gelernt und wir wollen das aber nicht teilen. So ist der Sinn dieser Karte in Wirklichkeit, ja. Das ist klar, jeder gibt dieser Karte eine Deutung, ja. Das kommt immer darauf an, was stellst du für eine Frage, was ist es? Aber in Wahrheit bedeutet Vier der Münze tatsächlich, das ist eine Situation, da hat jemand etwas gelernt. Ich weiß schon viel mehr, aber ich möchte das nicht teilen. Ich halte es für mich, ich packe das für mich. Das gehört mir. Mein Eigentum, nee, das ist nicht dein Eigentum. Teile es mit anderen. Öffne dich, sei geöffnet, ja. Und deswegen sage ich ja, hier öffnet sich jemand. Hier ist das. Die Situation, dass mein Leben nicht mehr so wie früher. Ich vertraue hier und öffne mich für eine neue Situation. Sehr, sehr schöne Legung, sage ich ja, sehr tiefsinnig. Und vor allem, wenn man hier auch Komplikationen gehabt hat mit der Mutterfigur. Sehr wichtig, weil die Mama ist auch der Mond. Die Mama repräsentiert auch La Luna. La Luna ist immer die Mutter und die Sonne ist der Vater. Ja, also man sollte immer sehr viel in diese alten Mythologie suchen. Die alten Bücher bringen einem sehr viel bei, obwohl man das gar nicht glaubt. Aber da steckt alles. Alles, was gemacht worden ist, das wiederholt sich ständig. Das ist bei uns wieder. Wiederholt sich genauso mit den Krankheiten, was früher war. Ist auch heute noch so. Und denkt nicht, dass früher keine Technologie war. Dass das Ding, also das ist das, was die Schule uns beibringt. Aber in Wirklichkeit gab das. Es gab. Stellt euch mal vor, wie haben sie diese Pyramiden gebaut? Also hört auf oder glaubt nicht an das, was die, sagen wir mal, diese Menschen uns sagen wollen oder uns schwarz machen wollen. Das ist nicht so. Ja, weißt du, diese Pyramiden, die wurden irgendwo dargestellt, die wurden irgendwie erfunden oder auch irgendwie, sagen wir mal, gebaut. Ja, und mit einer Technologie, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Also, das ist so. La Storia, die Geschichte wiederholt sich ständig, ja, und genauso ist es für uns, ja, okay. Lieber Zwilling, ich nehme jetzt hier noch eine Tarotkarte, also ich könnte manchmal wirklich stundenlang, ich verliere mich selber in den Gespräch, ja, aber ihr merkt das, wie leidenschaftlich ich das mache, das ist halt so bei mir, und wenn das fehlt,
dann ist es nicht der Weg. Ich sage immer, wenn das fehlt an einem Beruf, egal was es ist, ja, ich habe früher auch sehr gerne am Büro, das war mein Leben, ja, ich habe das ja auch gar nicht so richtig damals gemacht, ja. Ich habe dann quasi umgelernt, weil das wie sagt man das, mein Traumberuf war, ja, und ich wollte unbedingt in dieser Kommunikation, Büro, Zahlen, ja, das war halt einfach mein Ding. Und dann irgendwann mal, pum, war das weg. Ja, also das ist klar. Jeder von uns braucht das auch für die Seele. Die Seele hat da ihre Mansionen. Man lernt gewisse Dinge und dann lernt man halt noch mal neue Dinge. Ja, wer weiß, ob ich noch in einem Jahr da bin und hier einen Kanal habe. Vielleicht ist es dann doch was anderes oder ich stelle das ganz anderes um. Weißt du, man kann das nie wissen. Man sagt niemals nie. Ja, man ist immer offen auf das Neue. Okay, liebe Zwillinge, für dich. Mal schauen, was hier uns diese Tarotkarten preisgeben. Also ich sehe sie eher als Orakelkarten, weil sie hier einem so viel sagen. Aber ich zeige es dir gleich, warum hier das eher als Orakelkarten. Fünf der Münzen, vier der Münzen, fünf der Münzen. Siehst du, das ist diese Situation. Manchmal stellt uns das Leben vor große Herausforderungen, was ich gesagt habe. Resoniert genau. Die wir nur mit Willensstärke überstehen können. Denke daran, jede Krise macht dich stärker und du wächst über dich hinaus. Das ist ja das. Du bist jetzt hier bereit zu manifestieren. Durch das, was du gelernt hast, durch das, was du investiert hast, ja, das macht dich zu dem, was du dann bist, was du dann später wirst. Ja, immer denken, ja, diese Situation, was will sie mir beibringen? Wieso kommt diese Situation? Also bei mir war das auch so, das war wie ein Schock. Ja, wo ich dann im Krankenhaus gelandet bin, habe ich gedacht, wow, Katja, passiert das jetzt wirklich dir? Ich habe mich angefasst, ich wusste nicht, was wahr ist, was unwahr war, also was überhaupt in meinem Leben geschieht, aber ich habe nur eins verstanden. Das Leben gibt mir eine zweite Chance. Das Leben will mir zeigen, das ist nicht der richtige Weg für dich. Und dann habe ich aufgehört, ja, und dann habe ich diese Mansion, dann bin ich hier jetzt mit euch und mache das, ja, und ich weiß aber nicht, wo später ich bin, ja, wie gesagt, seid immer offen, seid immer bereit, nicht nur für gute Dinge, sondern im Leben kommt das Gute wie das Schlechte. Ja, das alles kommt auf uns zu. Ja, wir sollten halt einfach offen sein und nicht das immer als negativ sehen, sondern einfach offen zu sein. Und bei dir, liebe Zwillinge, habe ich das Gefühl, du bist da sehr offen. Ja, also ich sage das immer. Ich habe sehr viele Zwillinge, Kunden, ja, Waage, Wassermann, sehr viele, weil die wirklich anders sind. Die sehen die Welt auch anders, sie verstehen das auch, sie sind nicht so wie die anderen. Das ist ja immer das, ich sag ja, das Fernseher, diese ganze YouTube auch, ne, die Shorts, TikTok, also TikTok, das ist so eine Sache, da würde ich auch die Finger weglassen, sage ich immer wieder. Weil die einfach einen prägen. Ja, die prägen das. Die gehen in deinem Unterbewusstsein, obwohl du das gar nicht weißt. Du schaust dir ein Video an und Shorts an und du denkst dir, aha, okay. Gewisse Dinge, aber trotzdem, ja, trotzdem hat das eine Wirkung auf uns, ja, und wir sollten immer wissen, was tun wir, ja, also es liegt in unserer Hand, okay, liebe Zwillinge, und du kannst diese Chance nehmen, ob das jetzt positiv ist oder negativ, das kommt immer darauf an, wie du das siehst, ja, mal schauen, mit welchen Sternzeichen du zu tun hast, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, Wassermann, Schütze, Uranus, schon wieder Wassermann, okay, drei habe ich schon und Stier. Also hier nach dieser Königin der Münze könnte auch gut sein, du sagst jetzt hier, das ist vielleicht meine Ex-Frau oder meine Ex-Freundin, je nachdem, meine Mama könnte ja auch gut sein. Also hier auf jeden Fall hast du eine Legung, die sehr tiefsinnig geht, die geht wirklich unter der Haut, liebe Zwillinge. Das muss nicht für jeden sein. Du kannst auch sagen, nee, Katja, diesmal habe ich gar nicht resoniert. Musst du auch gar nicht, ja. Ich zwinge nie jemanden, das ist ja klar. Wir sind so viele Menschen da draußen, das kann auch gar nicht sein, ja. Dass es für dich jedes Mal etwas drin ist, ja. Okay, ich freue mich natürlicherweise, wenn du resoniert hast. Und wenn du resoniert hast, freue ich mich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ja. Liebe Zwillinge, wir sehen uns nächstes Mal, ja. Ciao!